Ich kann nicht ohne Musik malen. Ich brauche irgendwie immer diesen auditiven Reiz. Eigentlich höre ich von morgens bis abends Musik. Wenn ich aufstehe, bis ich einschlafe. Und von meinen Reisen nehme ich mir immer musikalischen Input mit. Ich brauche das irgendwie, um mich in so eine Traumwelt reinzuversetzen. Das finde ich beim Malen ganz wichtig. Hi, ich bin Marie Hirte und wir sind heute in meinem Atelier in Berlin-Kreuzberg. Also ich arbeite in meinen Bildern mit sehr vielen Strukturen. Ich verwende oxidiertes Metall, ich benutze Graffiti, Ölfarben, ich mixe verschiedene Stile. Ich kann halt nicht wirklich in die Zukunft sehen, weil ich habe eine fortschreitende Erkrankung und ich weiß nicht, wie mein Leben in 5 Jahren aussieht. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich muss alles jetzt sofort machen. Ich möchte halt einfach zeigen, dass man auch mit Rollstuhl in der Kunstszene aktiv sein kann. Ich kann nicht verraten, wie ich die Wolken mache.